So, die Rennstrecke von Almeria, die hat es wirklich in sich. Da, wer hier schnell fahren kann, ist vermutlich überall schnell. Hierauf zum Beispiel jetzt die folgende Kombination. Da braucht man viel Routine oder und dicke Eier. Man lenkt hier blind ein in die rechts. Wenn man zu schnell ist, trägt man das Kiesbett. Wenn man zu langsam ist, wird man durchgereicht. Hier am Ausgang etwas sparen, dann hat man hier gleich den richtigen, ja, die richtige Linie fürs Einlenken. Ja, die Kollegen von mir hatten scheinbar noch nicht die Erfahrung hier. Die fahren noch etwas planlos dagegen rum. Aber am Ende der zwei Tage hier, bin ich mir sicher, sind die alle schon tüchtig unterwegs. Hier kann man es normalerweise auch schön stehen lassen hier rauf, um nachher hier in der Schikane in leichter Schräglage anzubremsen, dann durch die Schikane, ich sag's immer, irgendwie durchwurschteln. Die Profis machen es auch nicht anders, die wurschteln sich auch irgendwie durch. Aber wichtig, hier bei dieser Kurve hier schön nach innen reinziehen und jetzt Gas auf und mit Schwung auf die lange Gerade, dann rennt sich da die Spur vorbei. Vor mir Martin Bauer, schauen wir mal, was der noch für Tricks drauf hat. Er fährt jetzt gerade einem seiner Schützlinge nach, schaut, was man noch verbessern kann. Schauen wir mal, was der MotoGP-Pilot für Tricks aus dem Ärmel zaubert. Ja, hier fährt er weit außen an, wichtig, aber jetzt wird er vom Teilnehmer gebremst. Die blinde Kupe, auch nicht ohne, von ganz außen nehmen, die Linie blind ertasten, hier nach innen tragen lassen für die nächste Kurve, gell? Also die nächste Kurve kann man schön von innen anfahren. Ihr seht, das bin ich, glaube ich, besser gefahren als der Martin. Doch vielleicht will ich mir's nur ein. Oh, Martin hier immer wie mit dem Lineal gezogen bis an die Curves. Ein Traum. Hier bleibt aber auch eher rechts, um dann für die nächste Kurve gerüstet zu sein. Ich bin jetzt zu spitz angefahren. Man muss ja auch dazu sagen, Martin fährt normalerweise auf der Rennstrecke hochgezüchtete Geräte, auch bei den Reifen hat er ganz anderes Material, aber durch seine intensive Tätigkeit in seiner Motorradwerkstätte hat er auch ein gutes Gefühl, anders als andere Rennfahrer, gutes Gefühl für Serienmotorräder und kommt hier wirklich super zurecht. Ich bin hier schon mit anderen Rennpiloten gefahren, die alle langsamer waren als ich zum Beispiel, wo sie normal dahinter sind. Ja, das kann ich leider nicht, aber es sieht nur gut aus, ist aber gar nicht schnell. Martin hat scheinbar die Onboard-Kamera auf meinem Kopf entdeckt. Jetzt will er dem Publikum etwas bieten. Ah, ich scheiß mir auf. Mal sehen, wie er jetzt die Kurve fährt. Aber wieder innen, ah, jetzt fährt er sie auch innen an. Ah, Scheiße! Ich bin ja nur froh, dass hier vor uns noch ein anderer Teilnehmer ist, der Martin etwas zurückhält. Dann kann ich hier glänzen. Hier wird das Vorderrad etwas leicht. Keinesfalls hier mit Hast am Lenker ziehen oder in die Eisen greifen. Ah, mit Schwung durch die Kurve. Hier bei dieser Passage geht Martin immer viel früher ans Gas als ich. Und viel härter, wie ihr gesehen habt. Ich fahre die BMW S1000R ja im Sportmodus. Sicher ist sicher. Martin hat ja, was ich hier sehe, die elektronische Fahrhilfe eher etwas härter, radikaler eingestellt, um noch mehr Spaß zu haben.
Naja, wer kann, der kann. Jetzt darf der nächste Teilnehmer direkt hinter Martin rausgehen. Schön war's, herrlich hier in Alner hier beim BMW Motorrad Testcamp. Und das Beste, das war nur ein Turn hier von zwei wunderbaren Fahrtagen. Und danach geht's noch zwei Tage auf die Landstraße. Herrlich, herrlich, herrlich.